Brüche mal nehmen und teilen. In der Bruchrechnung sind Multiplikation und Division die einfacheren Rechenarten, einfacher als Addition und Subtraktion. Und deshalb macht es Sinn, dass wir als erstes diese beiden Rechenarten beherrschen. Dafür zunächst mal eine Vorbereitung und ich möchte auch sagen, worauf es bei diesem Tutorial über Bruchrechnung besonders ankommt. Zum Beispiel geht es um die Frage Lernen oder Verstehen. Ich bin ein großer Befürworter des Verstehens und ich möchte dich gern mit diesem Video überzeugen, auch einer zu werden. Wir wären damit nicht ganz allein. Ein bekannter Neurowissenschaftler hat viel untersucht zum Thema Lernen und Verstehen und einer der Kernsätze ist, wer lernt, kann verlernen, aber wer versteht, kann nicht entverstehen. Das heißt, was du wirklich verstanden hast, das bleibt dir. Das vergisst du nicht einfach wieder. Die zweite Besonderheit ist, dass die Sprache bei unserem Prozess des Lernens und des Verstehens eine besondere Bedeutung hat. Denn ohne Austausch geht einfach nichts. Nur wenige haben es geschafft, einsam zu großen Erkenntnissen zu kommen. Und so einsam war es dann wahrscheinlich auch nicht. Übrigens brauchst du auch für die Google-Suche Sprache, korrekte Fachsprache. Sonst wirst du zwar irgendwas finden, aber nicht das, was du wirklich suchst und was dir wirklich weiterhilft. Um den Einbau der Sprache in unseren Lernprozess zu integrieren, gibt es verschiedene Trainingseinheiten, Worttraining, Satztraining, anspruchsvoller dann schon das Texttraining und Praxistraining fürs Rechnen. Und jetzt möchte ich dir unser Programm vorstellen. In dem Bildchen habe ich schon mal versucht, diese Merkmale Verstehen und Sprache, Kommunikation zu versinnbildlichen. Themen ganz in Kürze. Erstes Thema ist Bruch mal Bruch. Dann haben wir Bruch mal Zahl. Dann gibt es Bruch geteilt durch Bruch. Bruch geteilt durch Zahl. Dann das wichtige Thema Kürzen und Erweitern. Und hier ein Thema zusammengesetzte Brüche brauchst du auch oft in Physik und Naturwissenschaften. Du wirst sehen, es ist ganz einfach. Bleib also dran, auch wenn dir manches am Anfang dieses Tutorials zu einfach vorkommt und du das Gefühl hast, du weißt es sowieso schon alles. Wir sind immer noch in der Vorbereitung und fangen an mit der Frage, was ist ein Bruch? Ja, bei einem Bruch geht es in jedem Fall um Anteile. Und das hier sind verschiedene Darstellungen von Anteilen. Hier mal nach dem Darstellungsformat sortiert. Links zum Beispiel der Schokoriegel, dann haben wir Donuts, dann haben wir Torten und dann haben wir 3D-Torten. Und hier haben wir nach Werten sortiert. Dann ist es jedes Mal 2 aus 3 dargestellt oder auch 1 aus 3, wie man sieht. Und auf der anderen Seite 1 aus 4 oder auch 3 aus 4. Mal als Schokoriegel, mal als Torte, mal als Donut und so weiter. Und hier unser erstes Worttraining. Der Zähler, der Nenner. Das Ganze, ein Ganzes, 4 Ganze. Das Halbe, ein Halb. Die Hälfte, 3 Halbe. Ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel, ein Siebtel, ein Achtel, ein Neuntel. Die sprachlich ein bisschen unregelmäßig sind, habe ich hervorgehoben. Der Kehrbruch. Bitte auch mal googeln. Das entsprechende Link findest du unten in der Beschreibung. Und dann haben wir noch ein echter Bruch, ein unechter Bruch, ein Stammbruch, der gemischte Bruch. Und weil es so schön langweilig ist, machen wir gleich weiter mit einem Satztraining. Ein Bruch ist ein Anteil. Ein Bruch ist ein Quotient, also du hast all diese Ausdrücke schon mal gehört. Zähler geteilt durch Nenner. Die Zahl unter dem Bruchstrich heißt Nenner, die obere heißt Zähler. Ein Drittel ist 1 geteilt durch 3. Bei einem echten Bruch ist der Nenner größer als der Zähler. Der Wert eines echten Bruchs ist kleiner als 1. Was ist ein gemischter Bruch? Ein unechter Bruch wird aufgeteilt in eine ganze Zahl und den übrigen echten Bruch. Bei einem Stammbruch ist der Zähler gleich 1. Hier haben wir Beispiele und Schreibweisen von Brüchen. Es gibt die waagrechten Bruchstriche,
oder es gibt verschiedene Arten schräger Bruchstriche, oder es gibt ebenso Darstellungen wie hier mit dem Schoberriegel. Hier haben wir verschiedene Typen von Brüchen, unechter Bruch, gemischter Bruch, Stammbruch und echter Bruch. Drück mal auf Pause und versuch das zuzuordnen. Und hier ist die Lösung. Wir sind immer noch bei der Vorbereitung. Ein Begriff, den wir ganz dringend brauchen, ist der Kehrbruch. Zunächst mal als Satztraining. Jeder Bruch hat einen Kehrbruch. Den Kehrbruch eines Bruches erhalte ich, indem ich Zähler und Nenner vertausche. Das Produkt aus einem Bruch und seinem Kehrbruch ist gleich 1. Gleich mal ein kleines Praxistraining. Kannst du hier Kehrbruch und Bruch jeweils verbinden, indem du es mir aufschreibst und mit einer Linie verbindest zum Beispiel? Drück auf Pause. Und hier ist die Lösung. Hier ein Satztraining zu Kehrbruchbeispielen. Übrigens kein Schreck, wenn du jetzt nicht alles gleich in deinem aktiven Wortschatz hast, das wird sich noch ändern. Der Kehrbruch von 2/3 ist 3/2. 3/8 und 8/3 sind Kehrbrüche. 2/7 und 7/2, das ist ein Beispiel für Kehrbrüche. 3/4 mal 4/3 ergeben 1, weil es Kehrbrüche sind. Hier noch kurz zum Thema Mal und Geteilt, weil das gehört ja zu unserem Titel. Also wir haben verschiedene Arten Malzeichen, den Punkt und das Kreuz. Und wir haben verschiedene Arten noch mehr von Geteiltzeichen. Doppelpunkt, dann die spezielle Doppelpunkt, Geteiltzeichen, dann unser waagerechter Bruchstrich ist auch nichts anderes als ein Geteiltzeichen, wird ja noch anschaulicher werden. Und der schräge Bruchstrich dann eben auch. Hier ein Mini-Wort-Training zur Mal und Geteilt, kannst du auf Pause drücken und dir das klar machen. Jetzt sind wir endlich bei unserem ersten Thema, nämlich Bruch mal Bruch. Bruch mal Bruch. Aber wir machen es spannend und bereiten es auch wieder mit einem Satztraining vor. Und jetzt mach dir bitte klar, dass du in deinem Prozess des Lernen und Verstehens solche Sätze auch in deinem aktiven Wortschatz haben solltest, denn dann kannst du dich austauschen, qualifiziert. Ein Bruch ist ein Anteil, hatten wir schon. Ein Bruch gibt einen Anteil wieder. Ein Bruch bezeichnet einen Anteil. Ein Bruch ist das Verhältnis von zwei Größen. Ein Bruch kann zum Beispiel das Verhältnis von zwei Längen wiedergeben. Und dann brauchen wir noch was zur Rechtecksfläche im Folgenden. Kannst du dir klar machen, auf Pause drücken und jetzt geht's wirklich weiter. Wir multiplizieren einen Bruch mit einem Bruch. Und das hier sind typische Aufgaben. Hier eine Veranschaulichung. Das mit der Rechtecksfläche kennst du ja schon. Unten von links nach rechts findest du 8 Felder und 5 davon sind blau. Das soll das Verhältnis 5 von 8 oder auch den Bruch 5/8 bedeuten. Genauso findest du links von unten nach oben 7 Felder und 4 davon sind blau. Und das steht für das Verhältnis 4 von 7 oder den Bruch 4/7. Und jetzt machen wir mal Rechtecke. Wir machen ein Rechteck mit den Anteilen blau, also 5 mal 4. Und wir machen ein Rechteck mit den Gesamtzahlen, also 8 mal 7. Wir können die Flächen ausrechnen, 5 mal 4, das sind 20 und 8 mal 7, das ist 56. Kleines 1 mal 1. Und oben haben wir jetzt weitergeschrieben und den Anteil der Flächen dargestellt. Nämlich kleine Fläche 5 mal 4 durch große Fläche 8 mal 7. Also 20 56stel. 20 zu 56. Wenn also die Brüche Anteile sind, dann haben wir die Formel für die Multiplikation von Brüchen schon gefunden über unsere Flächenkonstruktion. Und das Schöne ist, es kommt dabei auf die Größe unserer Einheitsflächen hier gar nicht an. Zum Beispiel, wenn ich das Ganze so zusammendrücke, stimmt's immer noch. Wenn ich das Ganze mehr quadratisch mache, stimmt's immer noch. Und wenn ich das Ganze so schmal zusammenschiebe, stimmt's immer noch. Darin zeigt sich die Power, mit Anteilen zu rechnen. Und hier jetzt unser Ergebnis zur Bruchmultiplikation.
erst mit Zahlen. 5 durch 8 mal 4 durch 7 ist 5 mal 4 durch 8 mal 7 ist 20 56. Und genauso können wir es mit Buchstaben darstellen. Also mit Platzhaltern. Hier wird unten sehr schön gezeigt, wie einfach rein symbolisch die Bruchrechnung, das Multiplizieren in der Bruchrechnung funktioniert, indem aus den Zweiblichen einer wird. Als nächstes das Thema Bruch mal Zahl. Und du wirst sehen, das geht jetzt ganz fix. Nehmen wir uns aber trotzdem die Zeit für ein kleines Satztraining. Ein Bruch mal eine Zahl gibt wieder einen Bruch. So multipliziere ich einen Bruch mit einer Zahl. Ich multipliziere den Zähler mit der Zahl. Um einen Bruch mit einer Zahl mal zu nehmen, nehme ich den Zähler mal. Der Nenner bleibt gleich. Eine Zahl kann ich als Bruch schreiben. Die Zahl wird zum Zähler des Bruchs und der Nenner ist gleich 1. Die Zahl 1 ist ein Ganzes. Also wir sagen nicht Eintel, wir sagen ein Ganzes. 2 sind 2 Ganze, 3 sind 3 Ganze. Also, so schreiben wir eine Zahl als Bruch. Und jetzt wird's einfach. Wir schreiben nämlich einfach diese Zahlen als Brüche. Achtung! So, und jetzt haben wir unsere ganz normale Bruchmultiplikation. Ich hatte mich gerade verschrieben. Also, Zähler mal Zahl geht in den Zähler und der Nenner bleibt. Und das wird besonders schön deutlich, wenn wir Platzhalter verwenden. A durch B mal Z ist A mal Z durch B. Das heißt, dieses Z, die Zahl, rutscht einfach hoch zum Zähler. So, und jetzt machen wir ein Texttraining. Das ist etwas länger als das Satztraining. Ein Bruch wird mit einer Zahl multipliziert, indem der Zähler mit dieser Zahl multipliziert wird. So kannst du einen Bruch mit einer Zahl mal nehmen. Schreibe die Zahl als Faktor mit in den Zähler. Bruch mal Zahl ist ein Sonderfall von Bruch mal Bruch. Einer der Brüche hat den Nenner 1. Ich kann immer eine Zahl als Bruch mit Nenner 1 schreiben. So, wir sind beim nächsten Thema, Bruch geteilt durch Bruch. Und du wirst sehen, das geht ziemlich einfach vonstatten, weil wir uns ja schon gut vorbereitet haben. Trotzdem nehmen wir uns die Zeit für ein kleines Satztraining, das auch wichtige Informationen enthält. Zähler gleich 0 heißt, der Bruch hat den Wert 0. Nenner gleich 1 heißt, der Bruch hat einfach den Wert des Zählers. Nenner gleich 0 ist nicht erlaubt. Dazu sagen wir jetzt nichts weiter. Es ist einfach nicht erlaubt. Zähler gleich Nenner heißt, der Bruch hat den Wert 1, wenn oben und unten das Gleiche steht. Wenn ich einen Bruch mit seinem Kehrwert multipliziere, erhalte ich das Ergebnis 1. So, jetzt mal ein bisschen Erinnerung und Veranschaulichung, damit wir ganz sicher gehen. Ein Bruch ist ein Anteil. Hier haben wir zum Beispiel 5 von 8. Und hier können wir verschiedene Anteile uns anschauen. 1 von 8 ist ein Achtel, 2 von 8, 3 von 8, 4 von 8. Und weiter geht's. 5 von 8, 6 von 8, 7 von 8, 8 von 8. Und diese Anteile sind eben Brüche. Hier nochmal die Anteile deutlicher, was den Wert der Anteile betrifft. Zum Beispiel 3 mal 1 durch 8 ist 3 durch 8. Also 1 durch 8 ist halt ein Kästchen, ist der achte Teil von einem Ganzen. Und drei solche Kästen sind halt 3 Achtel. Daher sehen wir jetzt hier mathematisch durch Abzählen und wirklich anschauliches Teilen, dass geteilt durch und Bruch dasselbe sind. Zum Beispiel 3 mal 1 durch 8, der achte Teil, ist 3 durch 8, ist 3 Achtel. Wir sind immer noch bei der Vorbereitung für Bruch geteilt durch Bruch. Schau dir mal die Sätze dieses Texttrainings an und versuch sie dir alleine reinzuziehen. Und jetzt kommen wir gleich zu einem interessanten Ergebnis. 3 Achtel ist 3 durch 8, ist, ja, 3 Ganze geteilt durch 8 Ganze. Auf der anderen Seite kann ich 3 Achtel so schreiben. 3 Achtel ist gleich 3 mal 1 durch 8 mal 1.
Das kann ich hier umstellen. 3 mal 1 durch 1 mal 8. Und jetzt wenden wir einfach unsere Regel von der Bruchmultiplikation an und haben 3 mal 3 durch 1 mal 1 durch 8. Und jetzt vergleichen wir beides. Hier 3 Achtel, 3 Achtel, die linke Seite ist gleich. Und hier die rechte Seite, 3 durch 1, 3 durch 1 ist auch gleich. Also muss auch das, was ganz rechts steht, gleich sein. Und das heißt, geteilt durch 8 Ganze entspricht mal ein Achtel. Damit haben wir unser Ergebnis für die Bruch-durch-Bruch-Operation. Zum Beispiel hier 2 Fünftel geteilt durch 3 Siebtel ist 2 Fünftel mal 7 Drittel. Und das ist einfach nach unserer Regel für die Multiplikation von Brüchen 2 mal 7 durch 5 mal 3. Und so sieht das Ergebnis Bruch durch Bruch aus mit Platzhaltern. So, das war jetzt vielleicht ein bisschen mühselig mit den vielen Brüchen. Hier zur Entspannung ein Texttraining. So teile ich einen Bruch. Ich nehme mit dem, so teile ich durch einen Bruch. Ich nehme mit dem Kehrbruch mal. Wenn ich einen Term durch einen Bruch dividieren will, dann multipliziere ich ihn einfach mit dem Kehrbruch. Durch einen Bruch wird dividiert, indem man mit dem Kehrbruch multipliziert. Hierzu jetzt ein Praxistraining. Du kannst checken, ob du es verstanden hast. Kannst du das auf ein extra Papier malen und ausrechnen und auf Pause drücken. Und hier haben wir die Lösung. Hier gibt es jetzt als Bonus noch einen kleinen Trick. So kannst du die Bruch durch Bruch Division auch machen. Du gehst hier erst vom Zähler links oben zum Nenner rechts unten mal und dann machst du mal eben Zähler rechts oben mal Nenner rechts unten. Also gehst hier nach den Pfeilen. Durch dieses schräg multiplizieren machst du nichts anderes als eben mit dem Kehrwert zu multiplizieren. So, wir sind beim nächsten Thema, Bruch geteilt durch Zahl. Du wirst sehen, mit unseren ganzen Vorkenntnissen geht es jetzt noch viel fixer. Bruch geteilt durch Zahl sieht so aus. Jetzt schreiben wir erstmal die Zahl als Bruch. Dann haben wir unsere ganz normale Brüche-Division. Die wandeln wir um in Multiplikation mit dem Kehrbruch. Und schon haben wir es. Im Ergebnis sieht es so aus. Hier Bruch, da Zahl. Die Zahl wandert einfach mit Mal in den Nenner. Und das siehst du besonders schön hier, wenn wir Symbole verwenden. So, jetzt stimmt's. Wir haben hier geteilt durch eine Zahl und die Zahl schreiben wir einfach im Nenner als Faktor dazu. Und sowas brauchen wir wirklich oft. Das ist uns ein kleines Texttraining wert. Ein Bruch wird durch eine Zahl dividiert, indem der Nenner mit dieser Zahl multipliziert wird. So kannst du einen Bruch durch eine Zahl teilen. Schreibe die Zahl als Faktor mit in den Nenner. Wenn ich den Zähler kleiner mache, durch Teilen, dann wird der Bruch um den gleichen Faktor kleiner. Bruch und Zähler sind proportional. Das letzte ist jetzt, wenn du schon Proportionalität gehabt hast. Wenn ich den Nenner kleiner mache, dann wird der Bruch größer und umgekehrt. Bruch und Nenner sind antiproportional. So, jetzt sind wir mit unseren 4 Themen zur Multiplikation und Division von Brüchen durch. Und jetzt machen wir Brüche kürzen und erweitern. Das hat sehr viel damit zu tun. Zuerst ein kleines Texttraining. So kürze ich einen Bruch. Ich teile den Zähler und den Nenner durch dieselbe Zahl. So erweitere ich einen Bruch. Ich nehme den Zähler und den Nenner mit derselben Zahl mal. Wenn ich Zähler und Nenner mit derselben Zahl mal nehme, ändert sich der Wert des Bruchs nicht. Wenn ich Zähler und Nenner durch dieselbe Zahl teile, ändert sich der Wert des Bruchs nicht. Beim Erweitern oder Kürzen behält der Bruch immer seinen Wert. So, schauen wir uns das mal an.
Wir wollen 6 Achtel kürzen. Wir können jetzt die 6 und die 8 zerlegen, wenn ein gemeinsamer Faktor da ist. Und dann sieht es so aus. Das ist nichts anderes als unsere Regel von der Multiplikation von Brüchen. Sozusagen rückwärts, denn 2 durch 2 ist ja 1 und man kann überall mal 1 dran schreiben, wie du hier siehst. Und schon ist der Bruch erfolgreich gekürzt. Aus 6 Achtel wurde 3 Viertel. Das wenden wir im Praxistraining jetzt gleich mal auf unsere drei Brüche an, die wir schon gerechnet haben. Zum Beispiel hier die 12 Drittel. 4 mal 3 durch 1 mal 3, 4 durch 1 ist 4. Oder hier die 8 54stel kann ich kürzen zu 4 27stel. Oder hier die 60 zu 30, da habe ich als gemeinsamen Faktor die 30, also 2 mal 30 durch 1 mal 30 ist 2 durch 1 ist 2. So, das war Kürzen und jetzt machen wir Erweitern. Und Erweitern geht ja immer. Aber wir beschränken uns hier mal auf das Erweitern auf den Nenner 100. Denn das brauchen wir oft, zum Beispiel für Prozentrechnung oder wenn wir Brüche in Dezimalbrüche umwandeln wollen. Und dann ist es eine ganz einfache Sache, nach dem, was wir jetzt alles schon wissen. Wir haben zum Beispiel 7 25stel und wollen, dass der Nenner 100 ist. Also brauchen wir die Zahl, die aus 25 100 macht, als Faktor. Und dieser Faktor ist einfach die 4. Wird in Zähler und Nenner dran multipliziert. Also haben wir aus 7 25stel 28 100stel gemacht. Und jetzt kommen wir zusammen zu zusammengesetzten Brüchen. Das ist sozusagen ein Bonusthema für dich und belohnt dich für deine Arbeit bis hierher. Diese zusammengesetzten Brüche sind wahnsinnig wichtig, zum Beispiel auch in der Physik. Und dennoch ist es so, dass viele bis in der 10. Klasse an diesen zusammengesetzten Brüchen scheitern, obwohl sie schon in der 5. Klasse Grundzüge des Bruchrechnens hatten. Zunächst machen wir uns wieder mit dem Training warm. Und zwar ist es diesmal ein Texttraining gleich, nicht nur ein Satztraining, weil die Sätze halt etwas umfangreicher sind. Wenn Zähler und Nenner selber Brüche sind, dann wenden wir die Regel für Bruch durch Bruch an. Wir multiplizieren den Zählerbruch mit dem Kehrwert des Nennerbruchs. Wenn der Zähler ein Bruch ist und der Nenner eine Zahl, dann schreiben wir den Nenner als Bruch, also als Ganze, und wenden die Regel Bruch durch Bruch an. Ebenso machen wir es, wenn der Zähler eine Zahl und der Nenner ein Bruch ist. Also wenn ich mir das selber so anschaue, dann ist der zweite Abschnitt ein bisschen kompliziert und vielleicht als Trainingstext nicht so gut geeignet. Aber vielleicht ist es ein Hinweis darauf, eine Anregung für dich, dass du dir auch selber einen knackigen Text zurechtlegen kannst. Erfinde doch mal einen. Du kannst ihn auch unten als Kommentar reinschreiben. Wir unterscheiden jetzt drei Fälle. Der erste Fall ist, Zähler und Nenner sind selbst Brüche. So sieht es also aus. Ein dicker Bruchstrich in der Mitte und oben und unten sind auch wieder Brüche. Nach unserer Vorarbeit ist es einfach. Wir ersetzen erstmal einfach den dicken Bruchstrich durch ein Geteilzeichen. Jetzt haben wir eine normale Bruchdivision. Und weiter geht's wie gehabt. Brauchen wir jetzt gar nicht ausrechnen, es kommt uns ja hier auf die Methode an. Zweiter Fall, der Zähler ist selbst ein Bruch. Der Nenner eine normale Zahl. Hier wenden wir unseren Trick an, dass wir die Zahl als Bruch, also mit dem Nenner 1, also Ganze, darstellen. 3 sind 3 Ganze. Und weiter geht's wie gehabt. Durch den Bruch wird dividiert, indem du mit dem Kehrwert multiplizierst, also mit dem Kehrbruch. Dieser Fall ist ganz wichtig und es lohnt sich, dass wir uns den mal genauer anschauen. Also hier zum Beispiel 2 Fünftel geteilt durch 3 gibt hier 2 durch 5 mal 3. Ja, was passiert hier wirklich? Genau. Das sehen wir hier. Der Nenner des Zählerbruchs rutscht einfach 1 runter, also in dem Fall die 5. Und es ist ein ganz wichtiges Ergebnis. Und dieses Ergebnis ist es wirklich wert, das muss uns mal genauer anschauen und wirklich auch so einprägen.
Bruch geteilt durch Zahl, da rutscht der Nenner des Bruchs einfach runter. So funktioniert das. Vielleicht kannst du dir das einprägen. Das ist sehr, sehr wichtig. Brauchst du auch in der Physik oft. Und jetzt unser dritter Fall. Der Nenner ist selbst ein Bruch. Wir gehen ganz genauso vor. Die 2 ersetzen wir durch 2 Ganze. Den dicken Bruchstrich durch das Geteiltzeichen. Also haben wir 2 Ganze geteilt durch 3 Viertel. Und weiter geht's nach unseren normalen Regeln für die Bruchdivision. Statt durch die 3 Viertel zu dividieren, multiplizieren wir mit dem Kehrbruch, also mit 4 Drittel. Und hier haben wir schon das Ergebnis. Das ist genauso wie das vorige sehr wichtig, gerade zum Beispiel für die Physik, für das Umrechnen von Einheiten. Bildlich ist es so, dass die Zahl, die ganz unten steht, nach oben in den Zähler rutscht. Und hier können wir uns das mit Platzhaltern veranschaulichen. So, jetzt haben wir unsere Bruchthemen geschafft und als letzten kleinen Praxistest kannst du mal diese Aufgaben, die wir hier als Beispiele schon hatten, einfach mal lösen. Drück auf Pause und dann findest du in der nächsten Seite die Lösung. Hier sind sie. Stimmen sie mit deinen überein? Du findest viele wichtige Infos zu Bruchrechnen, auch andere Lehrvideos, unten in der Beschreibung. Außerdem findest du Quellen zum Thema sprachsensibler Fachunterricht, Mathematik, worauf kommt es wirklich an? Und außerdem einige Links zum Weiterüben.